Hey ho und hallo und so und wir gehen hier wieder mit O hinten aus. Ach so. Ho ho. Naja. Wieso? Hallo Drio. Genau. Koppel. Wir machen weiter Wait, mit. Koppel? Nee, Ja. nicht Ah, Factorio, ja. Mechanismio und Reaktorio. Yo, yo. Weil wir haben ja beim letzten Mal gesehen, wir haben definitiv zu wenig Spike, Bro. Strom. Haben wir eigentlich einen Cobblegen? Ja. Okay. Ganz schlechten, aber wir haben einen. Okay. Also wir haben, genau, also wir brauchen mehr Strom. Und Mechanism hat ja einen tollen neuen Reaktor, einen Fusionsreaktor. Und nachdem wir schon lange keinen Reaktor mehr gebaut haben, bin ich jetzt dafür, dass wir den bauen. Und der braucht ein paar Schritte und überhaupt und sowieso. Wichtigste Frage zuerst, kann der in die Luft fliegen? Nein. Wow. Und dafür brauchen wir erstmal einen Reaktor-Frame, um das Ganze zu bauen. Brauchen wir, okay, Steel Casing. Haben noch irgendwo einen Pulverizer. Ist der mit Und was war das Rezepten? Ja, andere? sehr gut. Atomic. So. Dann können wir jetzt Sand herstellen aus Atomic. Kobbel. Sehr gut. Ich dachte, das Rezept hätten wir schon mal gehabt. Mich wundert es, Also, dass das wir es nicht System haben. wusste nicht, Ja, wie es Sand klar, herstellen aber soll. Daher. ich glaube es dir. Mich wundert es nur. So, dann haben wir schon mal das sozusagen das Wichtigste, um den Reaktor selber zu bauen. Jetzt brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Beziehungsweise, da können wir schon mal, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Das sind 3, 6, 9, 60 werden wir schon brauchen. Das kann schon mal anfangen herzustellen. Was wir noch brauchen werden, ist Reaktorport, die vermutlich aus ja, Reaktorframes hergestellt werden. Und sonst was, was auch aus Reaktorframes hergestellt wird. Ultimate Control Circuits hatten wir, oder? Gut. Was wir außerdem noch brauchen, ist die ganzen Fuel-Sachen. Da brauchen wir erstmal eine Electric Pump. Die müssen wir nehmen. Also auch wenn da jetzt steht, use the endothermic pump instead. Nein, machen wir nicht. Weil wir brauchen einen Filter. Und zwar, ich glaube, der hier, Filter Upgrade. Was brauche ich? Ich brauche Enriched Alloy. So, ich hoffe, dass ich die platzieren kann. Wenn ich sie nicht platzieren kann, dann gibt es ein Donnerwetter. Nee, also im Prinzip, wir brauchen die unbedingt. Ich zeige es auch gleich, warum, sobald ich irgendwie Strom und sonst was habe. Das sind wieder Half Slabs. Packe ich mal dahin. Ja, es sieht so aus, als ob es so funktioniert. Und wenn wir jetzt hier ein Filter-Upgrade reinpacken, gerade erzeugt es ja Wasser, sollte sie Heavy Water erzeugen. Mit Ho, anderen Worten, es ist etwas, was die anderen Sachen nicht können. Dementsprechend brauchen wir diese Pumpe. Komme ich von hier ran? Nein, da ist Wireless out of range. Das ist ja blöd, da muss ich ja zurückfliegen. Was wir außerdem noch brauchen, ist Deuterium und Tritium und DT-Fuel. Deuterium kriegen wir, indem wir eben dieses schwere Wasser in einen Electrolytic Separator packen. Entsprechend brauchen wir erstmal noch einen neuen Electrolytic Separator. Den wir, glaube ich, noch nicht hier haben. Nee. Electrolytic. Und da fehlen wieder die Enriched Alloys. Komm, brauchen wir eh.
Ja, damit. Genau, ein Electrolytic Separator, wunderbar. Und dann brauchen wir Tritium. Tritium kriegen wir aus Lithium, das wir ja schon haben, und einem Solar Neutron Activator. Solar Neutron Activator. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele wir von den ganzen Sachen bauen. Ich baue mal eine. Vermutlich brauchen wir mehr. Dann sehen wir schon, Und ja. dann sehen wir schon, genau. Wir erstmal machen. Und im Notfall mache ich da mehr. Was ist das denn? HDPE-Sheet. HDPE-Pellets. Oh Gott. Was ist ein Substrat? Okay, das Ganze wird noch etwas komplizierter. Aus Hydrogen und Wasser kann man mit einem PRC, von dem ich noch nie gehört habe, und Biofuel Substrat herstellen und Ethylen. Aus Substrat und Ethylen kann man mit Wasser mehr Substrat herstellen und Oxygen. Ganz wichtig, noch mehr davon. Und Biofuel kriegt man im Crowd. Das ist ja okay. Ich habe von diesem ECP noch nie gehört. Ich glaube, ich fange mal mit dem Ding an. EPC. E-Mechanism. Was? Es muss ja eine Maschine sein. Das glaubst du? Ah, dachte ich. E-Chargepad. Nein. Nein, 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 nein. Orbital Fire, nein. Laser Tractor Beam, nein. Laser, nein. Fluidic, weiß ich nicht. Portable Tank. PRC. Hieß es PRC, dann könnte es nämlich die Pressurized Reactor Chamber sein. Nochmal nachlesen. PRC, Pressurized Reactor Chamber, würde ich jetzt behaupten. Okay, das heißt. Wir brauchen das Zeug. Ich weiß zwar nicht, was das Zeug genau ist, aber wir brauchen es. Machen wir ein paar Stoff. Gastanks. Wo war jetzt da? Wir brauchen einen Dynamic Tank. Dynamic Tank. Was fehlt denn noch? Ah, eine Enrichment Chamber. Ah, richtig, wir brauchen natürlich noch eine Enrichment Chamber. Natürlich. Natürlich. Dann gib mir Enrichment Chamber. Gib. Gimme, 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 gimme. Gib. Gib. Give now. Gib now. Genau. So. Was war das andere? E. Die Enrichment Chamber, die er jetzt nicht mehr mag, weil sie in meinem Inventar geladen wurde oder so. Gut. So, ist schweres Wasser eigentlich. Das ist kein Gas, oder? Hätte ich jetzt Sollte nicht. gesagt, das heißt, ich brauche einen Mechanical Pipe. Wo ist er denn? Pressurized Tube. Nee, ich brauche einen Mechanical. Ach, die habe ich gar nicht im Inventar hier. Habe ich die hier? Gasesmechanismus, ja. Das Ding hieß Show. Oh, Bin ich come on, was irritiert. sagt jetzt? Mechanical. Habe ich. Ah, ich habe natürlich Mechane mit K geschrieben, das hilft dann nicht. Dann machen wir da noch mal welche. So, wunderbar. Dann, wir haben diesen Pressurized Reaction Chamber und wir haben das andere Ding. Dann fliegen wir erstmal darüber, um auszuprobieren, ob das Ganze funktioniert. Das ist nicht der endgültige Platz. Nein, definitiv nicht.
Daniel, keine Angst. Sagen sie alle. Kommt das oben raus? Ja. Immer diese ewigen Provisorien. Und jetzt steht da... Ah, jetzt haben wir ein Heavy Fluid, genau. Bam, weg damit. Kommt, ist da jetzt Heavy Water drin oder nicht? Oder ist das doch Gas? Tja. Bin ich sicher, ob was drin ist. Das so genau wüsste. Finden wir jetzt einfach raus, indem wir hier jetzt diesen Electrolytic Separator anschließen. So. Und da kommt Deuterium raus. Das scheint zu funktionieren. Das ist doch mal was. Gut, das heißt, Plan A funktioniert schon mal. Also, wir haben Deuterium. Yay! Das Ganze soll natürlich vermutlich unterirdisch stattfinden, drum mache ich da noch nicht was. Und was war jetzt? Ich wollte was? Ich wollte Solarneutron, genau. Was willst du halt? Ja, das frage ich mich öfter. Ich wollte Substrat, da brauchte ich Hydrogen. Wo habe ich denn Hydrogen hier? Du Hydrogen? Da kommt auf jeden Fall Hydrogen raus. Auf der Seite, okay. Richtig? Du erstellst Hydrogen. Und Wasser, das ist ja Wasser. Perfekt. Wasser. Hydrogen Water, genau. Dann stelle ich den einfach mal hier hin. Nee, du bist nicht richtig. Aber das kriegen wir mit einer geeigneten Side-Config hin. Also. Links. Welchen Input brauchen wir denn? Yellow. Den ich nicht einstellen kann. Ah, Fluids, hier. Fluid Yellow. Water, passt schon mal. Und jetzt hinten. Fluid Red. Fluid. Wie? Wie jetzt? Wie jetzt, ja. Jetzt kann ich es nicht öffnen. Hä? Hä? Energy, Output, None, Input. Es kann natürlich sein, dass es nur von einer gewissen Seite geht, aber das wird einem natürlich nicht mitgeteilt. Weil, warum auch? Also, nochmal. Wie heißt das Ding? Das heißt Pressurized Reactor Chamber. Genau, hier. Aha. Angeblich kann es konfiguriert werden. Und nimmt Gase von rechts an, was schon mal komplett nicht richtig ist. Ey, du schönes Ding. Okay, mach mal anders. Standardmäßig. Gas von links. Liquids von hinten. Und... was? Output on the right. Okay. Dann machen wir das einfach mal so. Komme ich hier ran? Ja. Pressurized Tube. Das sind ja Elite, genau. Dann machen wir das einfach. Ja, das sieht schon mal so aus, als ob er da was akzeptieren würde. Im Gegensatz zu hinten. Dann machen wir das einfach so, dass wir hier mit unserem Hydro... Was?
Ich glaube, es war Hydrogen rübergehen. Und wir haben Hydrogen. Yay! Jetzt brauchen wir nur noch diese Pflanzenmaterie. Das war was. Biofuel, genau. Biofuel brauchten wir. Zum Beispiel Äpfel. Das kriegen wir hin. Da reicht ein Stack, glaube ich, aus. Nee, das ist keine gute Idee. Wo ist denn mein Crusher? Crusher. Crush mal Äpfel, genau. Und ich kann dabei schon wieder zurück. Ich brauche ja da zum Glück zumindest im Moment noch nicht so viele Sachen. Hoffe ich. Ja, mir fällt gerade auf. Wie kriege ich eigentlich Ethylen? Ach nee, Ethylen war wieder... Moment, was brauche ich? Ich brauche HDPE-Pellets mit Liquid. Ach nee. Wie auch immer. Biofuel. One step at a time. Biofuel. Das reicht definitiv. Erstmal. Da machst du mir jetzt mal was auch immer raus. Was kommt da raus? Ethylen. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Schließlich war das das, was wir hier... Das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mit anderen Worten, wir bauen noch so einen zweiten von diesen... Name vergessen. Rotary irgendwas. Pressurized. Wo ist er? Da. Pressurized Reaction Chamber. Sehr gut. Naja, und dann sollte ich natürlich auch noch irgendwas dazwischen. Vergessen. Nochmal. Mechanismus mache ich nicht. Also, wir haben hier dieses Substrat und kein Strom mehr. Ja, Strom wäre auch noch eine Idee. Und das brauchen wir mit Liquid Ethylene und Oxygen. Okay, und Liquid Ethylene war ein Rotary Condensator. Das heißt, wir brauchen einen Condensator. Noch. Und da müssen wir schauen, wo hier Oxygen ist. Condense Dingens da. Portable Tank. Ist es da in der Mitte? Ah. Basic Control Circuits. Und ein Energy Tablet. Doch, Energy Tablet. Ja, ich habe definitiv mehr als einen Portable Tank gebaut. Danke. Da. Was? War das andere was anderes? Ach, das war ein Gas Tank. Ja, Da. So. Strom habe ich. Das heißt, ich kann das Ganze anschließen. Irgendwie. Ja, hier so zum Beispiel. Gut. Das heißt, diesen Rotary Condensator baue ich mal. Moment, wo haben wir Oxygen? Wo ist Oxygen? Das müsste Oxygen sein. Auf der Seite, was natürlich total scheiße ist. Ich würde es am liebsten auf der anderen haben.
Kriege ich das nicht auch hin, dass es auf der anderen ist? Das wäre nämlich viel besser. Müsste ich nämlich hier nicht so einen komischen... ja, was eigentlich? Schlangenlinien auf jeden Fall bauen. Oh, Moment, der gibt jetzt hier... Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Der gibt jetzt hier gerade Ethylen... Nee, gibt er nicht. Er hat jetzt befürchtet, dass er das Ethylen auf der rechten Seite abgibt. Aber macht er gar nicht. Wenn ich jetzt hier aber drücke, macht er... Nee, macht er immer noch nicht. Okay. Also, wenn wir Glück haben... Alle jetzt gerade so... funktioniert das? Also so wie immer. Ich glaube, hier bleibe ich bei Resonant Flux Ducts. Ich möchte nicht mittendrin ändern. So. Du hast wieder Strom. Aber kriegst kein Ethylen. Das ist scheiße. Das bedeutet nämlich, das funktioniert nicht. Scheiß Ding. Außer ich drehe das Ding um und wenn ich die Flüssigkeit nämlich ändern kann, das könnte... Wo bist denn du jetzt hin? Das Tolle ist, wenn man zwei im Inventar hat, wenn man dann natürlich nicht weiß, welcher welcher war. Du warst der, okay. So, dementsprechend stelle ich den jetzt mal hier so hin. In der Hoffnung, dass er weiterhin Wasser kriegt. Oder ich zumindest einstellen kann, dass er Wasser von vorne nimmt. Ja, das sieht gut aus. Gut. Dann kann ich nämlich auf der Seite jetzt hier dieses Liquid Blasch machen. Ausgeben. Jetzt wird es gerade nur etwas logistisch problematisch. Das kann auch gar nicht sein. Vielleicht schon. Okay, also der Rotary Condensentrator, den stelle ich mal. Condensentrator. Dahin. Nein. Ah! Wieso hat der auf einmal sein Output auf der Sache? Oh nee. Kann ich dich dumpen? Natürlich nicht. Och nee. Menü. Ich baue den gefühlt lieber neu, als dass ich jetzt hier irgendwie... Scheiße. Och nee. Sulfurtrioxid ist was? Ein Gas. So, mit anderen Worten. Oh, diese Pipe kann man ja super abreißen. Hat da jemand Spaß? Ja, weil wenn man die Pipe abreißt, dann ist das, was in der Pipe drin ist, natürlich auch weg. Mhm. Das ist aber Flüssigkeit. Das heißt, da kommt eine Mechanical Pipe hin. Liquid. Nicht? Nicht? Liquid bla. Warum gibst du das jetzt nicht aus? Muss ich jetzt ziehen, oder was? Mach ich auch. Weiß es nicht. Wenn es denn geht. Ging. Gut. Dann nochmal. Du sollst anscheinend ja von der Seite dahin. Moment, nee, da ist auch was im Weg. Da ist ja überall was im Weg. Ganz ruhig. Nein.
Halt nicht. Oder auch, ich bin ruhig. So, du hattest das Problem. Du nimmst von der Seite, nicht wahr? Und die Seite ist in dem Fall da. Das heißt, so. Aber du willst ja gar kein Wasser. Fällt mir gerade auf. Oxygen war aber richtig. Du willst ja gar kein... Oh, ich baue heute einen Scheiß nach dem anderen. Wie werde ich jetzt das Wasser wieder los? 4, 6, passt. Wie werde ich Wasser los? Pipette. Ja, ich befürchte auch. Ah, ich habe sogar eine noch dabei. Cool. So. 4. Oh Gott. So, ja, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Folge und ich baue hier eh viel zu viel Scheiße. Aber beim nächsten Mal stellen wir das Ganze dann hoffentlich sinnvoll auf, sobald ich hier mal das Wasser weggemacht habe. Also der Plan ist, um vielleicht mal nochmal zu erwähnen, was ich überhaupt vorhab. Was machst du eigentlich? Ja, das frage ich mich schon länger. Dass wir hier eben das Oxygen haben, dann durch den Rotary Condensentrator. Condensentrator, der heißt tatsächlich so. was stellen wir her? Wir stellen eben das Zeug in Liquid-Form her. Das können wir dann zusammen eben mit dem Oxygen reinpacken in das Ding da. Und dann können wir aus Substrat komische andere Pellets herstellen, die wir brauchen. Wahrscheinlich könnten wir das Ganze auch einfach für die 5 Sachen, die wir es brauchen, per Hand machen. Aber das wäre langweilig. Stimmt. Dementsprechend so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt einen gescheiten Koppelgen. Wollte ich noch ganz kurz. Wo? Hier unten. Wir haben jetzt schon 25.000 Koppel. Passt. Ja. Da hinten. Hinten. Oh. Ah, einen guten alten Extra-Utilities-Koppel-Gen. Was hast du denn eingestellt? Ach, doch nur 4. Ja, wenn schon gescheit, oder? Wofür brauchst du Speed-Upgrades? Damit es schneller geht. Aber die Speed-Upgrades sind doch nur dafür da, um zu suchen. Es geht schneller. Glaub's mir. Na gut. Jo. Ciao, ciao. Servus.